Donnerstag hat der Erbprinz Alois mit seiner Ansprache den Landtag eröffnet. Trotz Herausforderungen sind seine Worte von Optimismus geprägt gewesen. Es ist absehbar, dass wir unsere Sozialsysteme nur mit einschneidenden Reformen erhalten können. Verschiedene Entwicklungen haben zu dieser Situation geführt. Im Bereich der Gesundheitsvorsorge führt besonders der medizinische Fortschritt zu einem riesigen Kostenschub. Dieser hat auch Auswirkungen auf die Altersvorsorge. Wir werden immer älter, bleiben glücklicherweise aber auch länger gesund. Gleichzeitig haben wir auch immer weniger Kinder, die einmal zu unserer Altersvorsorge beitragen können. Die Winterjugendspiele konnte starten. Die Olympische Flamme hat Liechtenstein erreicht. Ich habe einen sehr emotionalen Moment empfunden. Es ist sehr speziell, dass Olympische Spiele im Liechtenstein stattfinden. Und es ist noch spezieller bei den EOF, dass zwei Länder gleichzeitig das Spiel ausrichten. Und die Olympische Flamme ist zwei Länder gleichzeitig. Das ist in der Geschichte der EOF einmalig. Im dritten Campusgespräch an der Universität Liechtenstein hat Wolfgang Vogelsänger geredet. Dabei hat er sein Konzept vorgestellt, wie effektives Lernen funktioniert. Ja, wenn wir heterogene Schülerschaft haben, wo also Kinder, die gut lernen, mit Kindern zusammen sind, die nicht so gut lernen, dann geht das nicht über den Lehrer, sondern das müssen die Schüler selber untereinander aushandeln und miteinander machen. Und darum arbeiten die Kinder in Teams, die so heterogen zusammengesetzt sind, also gute Lerner und nicht so gute Lerner, in allen Fächern. Und dann ist jeder mal in irgendeinem Fach ganz gut oder nicht so gut. Und die helfen sich dann gegenseitig, um gemeinsam voranzukommen und gemeinsam Ergebnisse zu machen.